Hallo ihr Hübschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tanja und heute reden wir mal wieder über Bücher. Und zwar zeige ich euch heute meinen Lesemonat aus dem April. Und ich habe eine ganze Menge Bücher gelesen und im weitesten Sinne waren die meisten davon sogar Liebesgeschichten. Es waren aber auch ein paar Thriller dabei und ja, also wir haben so ein bisschen von allem etwas. Aber das meiste waren doch schon eher Liebesgeschichten, aber halt aus verschiedenen Genres. Ja, und so richtig begeistern konnte mich nicht wirklich was. Also es waren gute Bücher dabei, es waren weniger gute Bücher dabei. Es war so ein solider Lesemonat. So einer, so, bei dem man dann so, ja, war in Ordnung, war nicht. Ja, ist nichts so richtig aufgefallen, nichts richtig Gutes, nichts richtig Schlechtes. Aber manchmal ist das einfach so, ne? Und ja, ich zeige euch dann direkt mal, was ich so gelesen habe und wir fangen an mit Im Bett mit der Welt von Jonas Wuttke. Das ist das erste Buch des Autors. Er ist ansonsten auch Influencer und man könnte ihn vielleicht kennen. Ich kannte ihn nicht, aber sein Buch hat mich sehr interessiert. Hier geht es um Vince und Jessica. Die beiden sind so, ja, so 16, 17. Das weiß ich nicht mehr so genau. Und sind seit einigen Monaten zusammen. Sie führen eine ganz süße Beziehung. Sie lieben sich und im Bett läuft es auch gut. Und ja, Jessica ist Influencerin. Da läuft es auch sehr gut. Und ja, der gute Vince, der ist halt so wie viele Jungs oder auch Mädchen in dem Alter. Der konsumiert ein bisschen viele Pornos, sagen wir es mal so. Und irgendwann reicht ihm der normale Sex mit Jessica nicht mehr. Er möchte einfach ein bisschen was erleben. Und so fragt er sie, ob sie sich auf einer Sex-Streaming-Plattform anmelden wollen, um dort live vor Menschen ihren Sex zu streamen. Und ja, wir wissen, das nimmt kein gutes Ende, denn das wird nicht unbemerkt bleiben, was die beiden da im Internet treiben. Ja, also ich habe so die ersten ein, zwei Kapitel gelesen und war echt positiv überrascht, wie unverblümt Jonas Wuttke schreibt. Also er schreibt wie der Protagonist Vince, also das Buch ist aus Vince Sicht so mehr oder weniger geschrieben. Er beschreibt, wie er masturbiert, wie sie Sex haben und wie Vince sich so fühlt und alles ist sehr explizit. Das fand ich gut und ich habe gedacht, wow, da kommt dann so ein richtiger Kracher über Sexualität, über Pornosucht vielleicht so ein bisschen und über Cybermobbing. Denn der Autor beschreibt auch in seinem Prolog, dass er das Buch, also dass er dieses Buch geschrieben hat, weil eine seiner Influencer-Kolleginnen halt so komische Hate-Nachrichten bekommen hat. Also ich habe das Buch jetzt mal aufgeschlagen und unter anderem hat seine YouTube-Kollegin einen Kommentar bekommen. Es ist so unter aller Sau. Bist so geil, ich vergewaltige dich so weg, Alter. Und solche Kommentare haben ihn inspiriert, dieses Buch zu schreiben. Und dann dachte ich so, nachdem ich den Prolog gelesen habe, so, wow, da muss jetzt aber ein Brecher kommen. Und dann war ich ja echt so positiv überrascht am Anfang. War ein bisschen heiße Luft, muss ich dann da leider schon sagen. Also das Buch erzählt rückwirkend, was passiert ist, nachdem die beiden geoutet wurden. Also nachdem rausgekommen ist, dass die im Internet Sex miteinander hatten. Was Vince dann gemacht hat und wie die Beziehung zu Jessica danach lief und so. Und ich muss sagen, man hat eigentlich von diesem Cybermobbing gar nichts mitgekriegt. Es wurde so als super schlimm hingestellt, aber man hat nichts davon gemerkt, denn darauf wurde sich nicht fokussiert. Es ging mehr darum zu schocken. Also es gab eine Sexszene nach der anderen und die wurde halt auch super explizit beschrieben. Das ist halt so ein Ding. Für Jugendliche ist das halt krass. Also ich würde auch sagen, das Buch ist nicht für ganz junge Jugendliche. Also so 12-Jährige vielleicht noch nicht. So ab 14 vielleicht. 14, 15. Das Problem ist nur, es wird halt nicht so richtig reflektiert. Also wir kriegen nicht mit, was da wirklich an Cybermobbing lief. Wir kriegen mit, dass Cybermobbing stattgefunden hat, aber anstatt das halt richtig zu beschreiben oder zu beschreiben, was man gegen, ja, so eine Pornosucht, die es schon fast hier ist, tun kann, ja, beschränkt der Autor sich halt drauf zu schreiben, wie der
Protagonist eine gewisse Zeit lang nicht masturbiert und dann wieder masturbiert in den unmöglichsten Situationen, wie er mit jemandem rummacht, wie er mit dem nächsten rummacht, so ungefähr, wie was sie so an Sex haben und das schockt. Es schockt den Leser, aber es erzählt keine gute Geschichte. Das fand ich ein bisschen schade. Also, man hätte hier so richtig. Ich finde, er ist doch Influencer. Er kriegt diese Hate-Nachrichten. Er kommt direkt an die Hate-Nachrichten der anderen Influencer so ran. Die können sich austauschen. Warum hat er nicht geschrieben, wie man sich damit auseinandersetzt? Wie man lernt, das nicht so an sich ranzulassen und so. Und das. Ha. Nur explizite Sexszenen machen halt keinen guten Roman aus. Dazu war halt noch, er war sehr philosophisch und hat so philosophiert, was ist Sex, was ist Liebe? Gehört das zusammen, gehört das nicht zusammen? Und ich glaube, der ist so Anfang 20. Und ich fand es halt irgendwie ganz niedlich. Es soll nicht belächelnd klingen, aber. Er hat so große Reden geschwungen und ich glaube einfach, er fühlt sich hier sehr tiefgründig in dem Buch, aber in 10, 15 Jahren wird er selber denken, so, ja, okay, war vielleicht nicht so das Wahre. Also für mich war es kein gutes Buch. Ich hatte mir einfach mehr erwartet. Ich weiß nicht. Ich finde, es kann halt Jugendlichen auch nicht helfen. Also es schockiert einfach nur. Die können dann ein paar Sexszenen lesen, aber es hilft halt auch nicht. Also es hilft weder damit, so umzugehen, wie man eine Beziehung führt. Es hilft nicht dabei, wie man richtig mit Sex umgeht. Das war alles nichts. Das war irgendwie so halbgar. War ein netter Versuch, aber schade. Was habt ihr denn so im letzten Monat gelesen? Habt ihr da irgendwelche Highlights gehabt oder so absolute Lowlights, so richtige Enttäuschungen? Schreibt es mir doch gerne mal unten in die Kommentare, dann werdet ihr mich vielleicht auch mal vor der ein oder anderen Enttäuschung bewahren oder mir das ein oder andere Highlight schenken. Ich bin ja immer sehr offen für Tipps. Und wenn ihr meinem Kanal noch kein Abo dagelassen habt, dann tut das doch jetzt gerne. Dann erfahrt ihr auch, was ich in diesem Monat so gelesen habe. Dann habe ich zusammen mit Leo vom Kanal Dunkelbunte Träume ein Buch von Manuela Inusa gelesen, nämlich Morgen und die Ewigkeit danach. Hier geht es um Natalie und sie ist in einer psychiatrischen Anstalt, psychiatrischen Klinik, weil sie versucht hat, sich umzubringen. Und sie ist dort, weil sie nach dem Unfalltod ihres Bruders starke Schuldgefühle hat. Und dort trifft sie dann auf Lukas. Oder Lukas. Und Lukas und sie sehen sich und verlieben sich. Aber kann das denn gut gehen, wenn beide, in einer psychiatrischen Anstalt sind und eigentlich beide schon mit dem Leben so abgeschlossen haben. Ach ja, also mit diesem Buch habe ich mich ein bisschen schwer getan, das muss ich wirklich sagen. Es fing damit an, dass mir der Schreibstil am Anfang überhaupt nicht gefallen wollte. Es waren so kurze, abgehackte Sätze und das hat es mir so ein bisschen versaut. Ich fand das richtig unangenehm zu lesen. Und im Nachhinein muss ich aber sagen, vielleicht war das auch ein Stilmittel, dass ich zu Beginn einfach nicht als solches erkannt habe. Natalie ist eine Protagonistin, die am Anfang nicht redet. Sie ist in dieser Klinik und hat noch kein Wort gesagt und wenn sie sich mitteilen möchte, benutzt sie höchstens mal Zettel und Stift. Also sie ist total in sich gekehrt und hat halt diesen Selbstmordversuch hinter sich und möchte eigentlich mit niemandem was zu tun haben. Sie möchte auch nicht wirklich an einer Therapie teilnehmen. Sie will einfach ihre Ruhe haben. Und ja, dann kommt Lukas. Und Lukas ist halt so. Also, das war so Insta-Love pur. Die beiden sehen sich und man weiß sofort, wow, da ist was zwischen denen. Ich fand, das war ein bisschen schlecht gewählt. Denn es ist ja eine psychiatrische Klinik. Die hätten alle Zeit der Welt gehabt, da miteinander zu reden und sich kennenzulernen und sich toll zu finden. Da war Insta-Love nicht so das beste Mittel der Wahl, muss ich sagen. Also man lernt dann so die Probleme der beiden kennen. Die haben es wirklich nicht leicht. Ich fand es krass, Lukas hat ein sehr schweres Schicksal. Lukas. Oh, ich nenne ihn. Das ist, wenn man so viele amerikanische Bücher liest, ne?
Und er hat einfach ein schweres Schicksal hinter sich. Und den beiden geht es natürlich immer mal wieder schlecht, aber sie bauen sich auch so ein bisschen gegenseitig auf. Es gab dann allerdings so einen Part in der Geschichte. Lukas vermittelt Natalie, dass ihre Probleme ja gar nicht so schlimm sind. Dass es immer Menschen gibt, denen es noch schlimmer geht. Und wenn jemand Depressionen hat, finde ich das halt einen sehr schlechten Ansatz, wenn jemand versucht hat, sich umzubringen. Ist nicht so gut, würde ich mal sagen, ne? Also, da habe ich halt nur gedacht, so, oh, da hat die Autorin halt keine Ahnung von Depressionen, von Trauerarbeit, von Schuldgefühlen. So, da war wirklich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, so, nee, das kannst du nicht machen. Gerade bei Jugendlichen, die vielleicht nicht so reflektieren. Also ich glaube, da habe ich mir dann halt gedacht, wenn jemand das Buch liest, der vielleicht suizidale Gedanken hat, dann könnte das auch nach hinten losgehen. Das fand ich ein bisschen schwierig. Ich fand Natalie am Anfang nicht besonders sympathisch. Sie war super wehleidig, super jammerig. Das war aber auch ganz gut gemacht, denn so merkt man, dass sie auch eine Charakterentwicklung hat. Das ist halt am Anfang immer ein bisschen schwierig, weil dann hat man keinen Bock auf das Buch so. Ich war wirklich bei 20% war ich am Überlegen, ob ich das Buch abbrechen soll und habe es wirklich nur durchgezogen, weil ich es halt mit der Leo zusammengelesen habe. Zu Beginn hatte ich nicht damit gerechnet, dass wirklich das ganze Buch in der Klinik spielt. Ich fand diese Klinik auch ein bisschen seltsam, denn es ist eine Klinik, in der nur Jugendliche sind, die versucht haben, sich umzubringen. Also zumindest in dieser Abteilung. Und ich habe von sowas noch nie gehört. Ich habe noch nie gehört, dass auf einer ganzen Abteilung Leute zusammengepfercht werden, die alle Selbstmordgedanken haben. Ist ja auch ein bisschen kontraproduktiv. Also, klar, es gibt geschlossene Anstalten, ja, auch wahrscheinlich nur für Jugendliche, aber dann haben die doch alle andere Probleme. Weil die Autorin spricht sogar selbst Probleme an, die dabei entstehen können, wenn die alle zusammengepfercht sind. Und das fand ich ein bisschen seltsam, warum man das so gemacht hat. Das hat auch für die Geschichte selbst nicht wirklich was getan. Aber es hat halt nur. Das sind so Kleinigkeiten, die mich bei solchen Büchern immer ein bisschen stören, weil es einfach Logikfehler sind, die. Also, wenn es sowas gibt, wenn es wirklich Kliniken gibt, wo nur selbstmordgefährdete Jugendliche auf eine Station zusammengepfercht werden, okay. Aber wäre mir jetzt wirklich sehr neu. Leider fand ich das Buch auch nicht besonders emotional. Also die ganze Liebesgeschichte, die sich zwischen Lukas und Natalie entwickelt, ist nicht mitreißend, muss ich wirklich sagen. Und das Einzige, was wirklich super emotional war, war, wenn Natalie über ihren Bruder, über ihren verstorbenen kleinen Bruder geredet hat. Das fand ich aber teilweise dann schon sehr absurd, das ging so in so eine Richtung. Sie hat von ihm geredet, als wäre sie seine Mutter und nicht ihr Bruder, also nicht seine Schwester. Das war so richtig, das hat mich beim Lesen hat mich das so, das fand das so befremdlich. Es war komisch. Also, es war so rückblickend betrachtet, hat sich dann vieles noch zusammengefügt, wo ich gerade mit dem Schreibstil und mit dem Charakter der Protagonistin, was ich am Anfang nicht so mochte, das war dann zum Ende so okay, war in Ordnung. Es war irgendwie ein okayes Buch, man konnte es lesen. Ich weiß aber nicht, ob es für Jugendliche nicht vielleicht ein bisschen bedenklich wäre, gerade wenn sie vielleicht psychisch nicht ganz stabil sind. Ich habe mir ein bisschen schwer getan, aber war in Ordnung. Ich weiß aber nicht, ob ich so schnell noch ein Buch von Manuela Inosa lesen möchte. Dann habe ich gelesen, Klima, deine Zeit läuft ab. Das war ein Rezensionsexemplar. Ich verlinke euch auch nochmal unten in der Infobox, was ein Rezensionsexemplar war, weil manchmal vergesse ich das auch zu sagen. Ja, also hier geht es um Tom Smith. Er ist ein kleiner, wirklich ganz kleiner Datenanalyst beim FBI. Und das FBI jagt gerade einen Terroristen, nämlich den Green Man. Der sprengt fleißig, ja, Dinge in die Luft, die schädlich für die Umwelt sind. Also er hat einen Anschlag auf einen Staudamm gemacht, auf eine Erdgasfirma und ja, noch einige andere Sachen. Also Chemiekonzerne, sowas, das sind seine Ziele und ja, die sprengt er schön fleißig in die Luft und tötet dabei auch unschuldige Menschen.
Das Problem ist, die Bevölkerung feiert den Green Man. Also, die finden gerade diese Umweltorganisationen und so, die finden ihn teilweise ganz toll. Und so wächst halt der Zuspruch in der Bevölkerung für ihn immer mehr. Und trotzdem muss das FBI ihn ja finden. Allerdings hat das FBI halt so überhaupt keine Ahnung, denn der Typ ist echt gut. Also, er weiß seine Spuren zu verwischen. Er hinterlässt kein Bewegungsprofil, nichts. Man weiß absolut gar nichts über ihn. Aber Tom Smith erkennt etwas, womit er dem Green Man vielleicht doch auf die Schliche kommen kann. Also eigentlich hat mich das Buch, dieses Ermittlerding hat mich gar nicht so richtig angesprochen. Ich fand hier am aufregendsten, dass der Ermittler ja mit dem Green Man so ein bisschen sympathisiert. Und dass auch die Bevölkerung laut Klappentext halt sehr eingenommen ist vom Green Man und den halt verehrt, wie so ein Held, ne? Der die Umwelt retten will. Und ich muss sagen, das ging leider ein bisschen nach hinten los. Ganz am Anfang erfahren wir aus der Sicht einer Ökoaktivistin, wie ihre Vereinigung so zum Green Man steht und wie die Konkurrenz das so macht und so. Und das fand ich anfangs noch gut, aber das verlor sich relativ schnell im Sand. Auch bei Tom kam das nur so ganz kurz zur Sprache, dass er früher auch mal halt bei Demos mitgelaufen ist und so. Und das verlor sich dann so im Sand. Es war auch nicht mal ein Katz-und-Maus-Spiel. Also wir lernen den Green Man kennen, wir lernen was über seinen Hintergrund, wir lernen was über Toms Hintergrund. Das war immer, es war so ein bisschen, es war nicht so richtig Infos, war mehr, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, es war einfach so Füllmaterial, so um den Ermittlern ein bisschen nahbarer zu machen. Als ob David Klass wusste, dass seine Figuren vielleicht ein bisschen oberflächlich sind. Denn so war es. Tom Smith ist ein absolut glatter Ermittler. Also seine Denkweise ist so glatt, er macht nie Fehler. Er ist dem Green Man. Er denkt praktisch genau wie der Green Man und das konnte man als Leser nicht so richtig nachvollziehen. Also er hat einem dann die Sachen so vorgekaut, man konnte aber nicht selber so miträtseln oder so. Das fand ich ein bisschen, es war langweilig. Das Buch war mir persönlich zu spannungsarm, denn ich habe auch damit gerechnet, dass wir hier noch mehrere Anschläge irgendwie verfolgen, aber tatsächlich geht es nur um die Vorbereitung zum letzten Anschlag des Green Man. Und das war mir irgendwie. Ich glaube, ich habe einfach was anderes erwartet nach dem Klappentext. Ich habe gedacht, wir erfahren halt, wie die Bevölkerung so auf den reagiert und wie die Bevölkerung vielleicht Trittbrettfahrer erzeugt oder so. Oder wie Tom Smith den Attentäter auch mal vielleicht entkommen lässt, weil er ihn sympathisch findet oder irgendwie sowas. Das ist es alles nicht. Es ist halt so ein Action-Thriller. Sowas würde man mit Tom Cruise in der Hauptrolle verfilmen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist so ein bisschen halt so glatt gebügelt. War jetzt nicht so ganz mein Ding. Es war aber auch nicht so, dass es mich gelangweilt hätte. Also es war ein solider Action-Thriller. War okay, ihn zu lesen. Und man ist auch super gut durch die Seiten geflogen. Aber ich hatte ein bisschen was anderes erwartet. Das fand ich ein bisschen schade. Aber war in Ordnung. Dann habe ich zusammen mit Dani vom Kanal Dani Buchige Vielfalt ein Buddy-Read gemacht, nämlich zum Buch Im Wasser sind wir schwerelos von Tomasz Jedrowski. Hier geht es um Ludwig und der wohnt in Polen und zwar im Jahr 1980. Das ist eine Zeit, in der in Polen Aufstände herrschten und das Kriegsrecht ausgerufen wurde und Homosexualität nicht offen auslebbar war. Was ein bisschen doof ist für Ludwig, denn er verliebt sich in einem Sommer in Janosch. Und die beiden verbringen einen wunderschönen Sommer an einem See. Aber der Sommer ist ja auch irgendwann vorbei. Und dann müssen sie zurück in die Stadt. Und kann ihre Liebe überstehen, wenn sie beide politisch ganz unterschiedlich aufgestellt sind? Ja, das ist, worum es in diesem Buch geht. Und ich muss sagen, das Buch hätte für mich ein Vorwort gebraucht, denn ich war überhaupt nicht über die Situation 1980 in Polen informiert und wusste überhaupt nicht, was da abging. Und man wurde so in die Geschichte geschmissen und es wurde halt einfach vorausgesetzt, dass man weiß, was damals da abging.
Also ich hatte dann Glück, dass Dani sich so ein bisschen informiert hat und mich dann auch mit informiert hat. Und dann ließ sich das ein bisschen einfacher so verarbeiten, ganz am Anfang. Also es wurde dann nach und nach, hat man dann schon immer noch mehr mitgekriegt. Aber gerade am Anfang fand ich es sehr schwer, die politische Lage dort so einzuschätzen. Wir lernen Ludwig auch schon 1900, ja, irgendwann in den 60ern kennen. Und da ist er noch ein kleiner Junge und wir kriegen mit, wie er sich zum ersten Mal in einen anderen Jungen verliebt. Und hat für den schwärmt. Wir erfahren seine ersten sexuellen Kontakte und schließlich halt auch, wie er sich in Janusz verliebt. Und die beiden sind halt wirklich komplett politisch, ja, gegensätzlich aufgestellt. Janusz ist so ein, ja, er ist so ein bisschen so ein Mitläufer. Er fügt sich ins Regime ein, er will fürs Regime arbeiten und Ludwig fühlt sich im eigenen Land halt gefangen und will am liebsten weg. Er will das nicht akzeptieren, dass er nicht alles lesen darf, was er will, dass er seine Meinung nicht frei sagen darf, dass er nicht lieben darf, wen er will. Ja, und die beiden sind dann halt irgendwie zusammen und ach ja. Ich muss sagen, der Schreibstil des Autors war an einigen Stellen ja wirklich grandios. Also der hat sehr bildhaft beschrieben. Es gibt so eine Szene, da ist ein Unwetter und also da hat man wirklich das gespürt, wie das war, und man konnte die ganze Landschaft so förmlich riechen und alles. Das war also wirklich sehr bildhaft gemacht. Allerdings war es mir an einigen Stellen wesentlich zu unemotional. Also gerade diese Liebesgeschichte war sehr hart trocken, teilweise schon fast. Man wusste auch nie so genau, woran man ist. Ich fand, Janusz war halt ein sehr komischer Love Interest. Also, man wusste nie, woran man bei ihm ist, wie er tickt, was er wirklich denkt. Ludwig als Protagonist war toll. Also man hat seine innere Zerrissenheit, seinen Konflikt mit sich selber richtig gut gespürt. Also das war schon Wahnsinn. Gepaart mit diesem geschichtlichen Hintergrund, der sich ja immer mehr auch rauskristallisiert hat aus dem Text dann. Das war schon einnehmend, das war krass, das war wirklich mal was anderes. Das ist ja sowas, was ich eigentlich sonst eher nicht so lese, aber es war mal auf jeden Fall eine andere, nette Erfahrung, so mal was komplett anderes zu lesen. So. Es war mal so ein bisschen ausbrechen aus der Komfortzone. Ich muss aber als Fazit dann trotzdem sagen, ich glaube einfach, ich habe in meinem Leben schon so viele Liebesgeschichten gelesen, dass wenn ich ein Buch lese, bei dem eine Liebesgeschichte so kritisch ist, ich mir halt schon mehr Emotionen gewünscht hätte. Also mir hat die blumige Sprache allein nicht gereicht. Ich hätte mehr Fokus auf die Situation gebraucht, um mich in dem Buch wirklich wohlzufühlen. Ich fand, es war ein solides Drei-Sterne-Buch, aber mir hat persönlich ein bisschen was gefehlt. Allerdings fand ich es gut, auch ein bisschen was Geschichtliches gelernt zu haben. Das fand ich interessant und ja, aber es war jetzt nicht so das super krasse Highlight. Und dann habe ich noch ein Buch mit der Leo gelesen, nämlich Without You von Michael Voss. Hier geht es um Luna. Und sie hat in ihrer Vergangenheit etwas nicht so Schönes erlebt und ist deshalb aus ihrer Heimat Hamburg abgehauen zu ihrem Vater und hat dort ein Jahr in München gelebt. Und jetzt kehrt sie nach besagtem Jahr wieder zurück, weil sie in Hamburg studieren möchte. Sie zieht wieder zurück zu ihrer Mutter und ja, hier läuft sie ihrem Ex-Freund Eli über den Weg. Zwischen ihr und Eli hat es nicht so schön geendet, aber trotzdem hat Luna noch Gefühle für ihn. Aber Eli ist richtig sauer und kann sie dann noch irgendwie zu ihm durchdringen? Ich muss sagen, der Anfang hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Also wir lernen Luna kennen und sie ist am Anfang so ein bisschen weinerlich und man erfährt, dass sie halt ja, so ziemlich holterdiepolter. Sie ist einfach überstürzt abgehauen und da sind ein paar Leute, die fanden das nicht so gut und da musste sie sich am Anfang ziemlich viel entschuldigen. Und das war ein bisschen nervig, aber es war halt irgendwie auch nötig. Und ich mochte Luna. Ich mochte, wie die Autorin sie beschreibt. So, das war so, die war so nahbar irgendwie. Und mir hat auch das Setting total gut gefallen. Wir sind hier in Hamburg und endlich mal ein New Adult Roman, der in Deutschland spielt. Wow, geil. Fand ich super. Auch wenn mir die Städtebeschreibung noch ein bisschen ausführlicher hätte sein können, weil ich war noch nie in Hamburg. Ich wusste jetzt nicht, wie ich mir das da alles vorstellen kann, ne? Und
Trotzdem fand ich das gut. Es war auch gut, wie sie dann auf Eli, also der heißt eigentlich Elias, aber alle nennen Eli, wie sie da auf den trifft und wie die sich halt anzicken. Und man merkt so richtig, er ist übelst verletzt, weil sie einfach abgehauen ist und so. Und trotzdem, man erfährt dann auch relativ schnell, was da passiert ist, warum Luna abgehauen ist. Und da ist ein Trauma in ihrer Vergangenheit, das schon heftig ist. Ich fand allerdings, dass die Autorin so ein bisschen den Fokus falsch gesetzt hat, denn wir haben hier eine Vergangenheit, die hart war, aber sie hat dann, ich kann das nicht verraten und spoilern, das ist das Problem. Ich finde aber, sie hat, denn wir haben hier noch eine dritte Person, die mit reinspielt in diese ganze Eli und Luna-Sache. Und man merkt einfach, dass ich wahrscheinlich andere Sachen schlimm finde als die Autorin. Ha, wenn jemand das Buch schon gelesen hat, wird er vielleicht wissen, was ich meine, was mit der dritten Person da so abging. Ich fand das, was Luna schlimm fand, nur halb so schlimm wie das, was vorher war. Also, es war irgendwie, war ein bisschen komisch. Also, ich fand, das war so ein bisschen falsch fokussiert, so. War komisch. Trotzdem, man ist super leicht durch die Seiten geflogen. Es hat sich richtig gut lesen lassen und alles. Bis einem dann irgendwann mal aufgefallen ist, es passiert nichts. Die ersten 100 Seiten zicken Luna und Eli sich nur an und dann geht alles ganz, ganz schnell. Und die Story ist super dünn. Also da passiert nichts. Und man merkt, dass es hier einfach keinen so einen richtigen roten Faden gibt. Also dass die Autorin sich nicht vorher hingesetzt hat und sich überlegt hat, ich schreibe jetzt ein Buch und darauf soll es hinauslaufen. Sondern ich habe ein Interview mit ihr gesehen, wo sie auch sagt, sie hatte nur die Anfangsszene im Kopf und daraus hat sie dann eine Geschichte gemacht. Und das liest sich halt auch so. So, als ob sie nicht genau wusste, worauf es hinauslaufen soll. Es passt schon alles irgendwie zum Schluss zusammen. Allerdings passieren hier am Ende Sachen, die so unglaubliche Zufälle sind, wo man so halt mit den Augen rollt, so, oh, was für ein Zufall. Damit es irgendwie alles nur am Ende noch Sinn ergibt und einen Showdown gibt und. Ha! Aber ich fand die Figuren fand ich toll. Ich mochte Luna, ich mochte auch Eli. Ich fand, die waren nett. Die waren einfach nett. Es waren einfach nette Figuren, denen man gerne gefolgt ist. Wenn jetzt aber die Story noch Substanz gehabt hätte, dann hätte es mir gefallen. Also dann wäre es richtig geil gewesen. So war es halt irgendwie. Ich habe mich am Ende gefragt, so, warum? Also warum hast du da nicht das Potenzial genutzt, das du hattest? Es war eine an und für sich coole Idee, die sie da verpackt hat, aber der Funke wollte nicht so richtig überspringen. Eigentlich schade, denn da hätte man viel mehr draus machen können. Also hätte sie sich da so ein bisschen, keine Ahnung, vorher ein Konzept gemacht und nicht einfach so drauf losgeschrieben, glaube ich, wäre es richtig cool geworden. Also mir hat hier in der Geschichte einfach so ein bisschen die Spannung gefehlt und am Ende die Zufälle, die da alle waren, das war ein bisschen zu viel. Schade. Aber ich werde auf jeden Fall, wenn Maike Voss das nächste Buch schreibt, werde ich auf jeden Fall das lesen, denn ich glaube, die kann was. Also ich mochte das irgendwie trotzdem gerne. Also. Dann habe ich beendet Die Schatten, die Blackwood-Aufzeichnung Teil 1 von Guillermo del Toro und Chuck Hogan. Ich kannte Guillermo del Toro bisher tatsächlich nur als Drehbuchautor und als Regisseur. Von Chuck Hogan habe ich bisher noch nichts gesehen, gelesen, obwohl gesehen vielleicht schon, der ist auch Drehbuchautor. Ja, auf jeden Fall, ich bin ja Fan von Hellboy und so und mochte das gerne, was Guillermo del Toro da geschaffen hat. Und deswegen habe ich gedacht, okay, von dir möchte ich auch mal ein Buch lesen. Hier geht es um Odessa Hardwick. Sie ist FBI-Agentin und wird mit ihrem Partner an einen Tatort gerufen. Und dort sind alle tot, bis auf ein kleines Mädchen. Aber auf einmal rastet ihr Partner völlig aus und will das Mädchen töten. Odessa ist also gezwungen, ihn zu erschießen. Und im Moment seines Todes hat Odessa das Gefühl, dass
da jemand aus seinem Körper verschwindet. Ein Schatten, der sich zurückzieht. Und ja, sie ist sich am Anfang nicht sicher, ob sie da wirklich was gesehen hat. Dass sie ihren Partner erschossen hat, kommt bei der Polizei gar nicht gut an. Und sie wird dann so strafversetzt in eine, ja, wesentlich kleinere Einheit. Und hat dann Zeit, dieser Sache mit diesem Schatten nachzugehen. Ja, und darum geht es in diesem Buch. Es war nicht mein Ding, muss ich wirklich sagen. Ich hatte mir irgendwie, glaube ich, was anderes darunter vorgestellt. Ich habe gedacht, das ist irgendwie so ein richtig cooler Mystery-Thriller, der so ein bisschen gruselig ist, aber gruselig war es überhaupt nicht und es war leider auch nicht wirklich spannend. Ich habe relativ schnell gemerkt, ja, Chuck Hogan und Guillermo del Toro sind Drehbuchautoren. Und ich finde, das hat man gemerkt. Das hat man am ganzen Aufbau des Buches gemerkt, das hat man an der Länge der Szenen gemerkt. Das ließ sich irgendwie nicht abschütteln. Also, es war irgendwie nicht, es hat sich nicht buchig angefühlt, es hat sich filmisch angefühlt. Das klingt total bekloppt, oder? Aber vielleicht könnt ihr nachvollziehen, was ich meine. Es war aufgebaut wie ein Film und nicht wie ein Buch. Ich konnte mit dem Schreibstil, mit diesem Erzählstil nicht richtig was anfangen, denn es war irgendwie so ein ganz passiver Erzählstil. Es war, wenn da Action-Szenen waren, war das irgendwie, ich war nicht aktiv dabei. Ich habe mich immer gefühlt, als würde ich daneben stehen. Es war wie so ein fast märchenhaft erzählt. Ich glaube, das kann man total gut finden, das kann man bestimmt mögen. Aber für mich war es irgendwie nicht das Richtige. Trotzdem mochte ich zum Beispiel Agentin Odessa super gerne. Die war tough, die war klug, die hat sich nicht einschüchtern lassen und ich will halt nicht zu viel über das Buch verraten. Es kommen da noch ein paar andere Charaktere und die waren von schrullig bis liebenswert, von seltsam. Also da waren super tolle Charaktere dabei, die ich wirklich interessant fand. Allerdings hatte ich irgendwie nicht damit gerechnet, dass das Buch nicht nur auf einer Zeitebene spielt, sondern wir erfahren auch aus der Vergangenheit. Und zwar aus der Vergangenheit in den 60ern und nochmal aus der Vergangenheit 1500 irgendwas. Und das war wieder was, damit hatte ich nicht gerechnet. Das hat mich irgendwie durcheinander gebracht. Ich hatte mir auch irgendwie vorgestellt, dass das Buch viel blutrünstiger ist. Ich habe mir das irgendwie gewalttätiger vorgestellt, obwohl ich schon Filme von Guillermo del Toro gesehen habe und eigentlich weiß, dass seine Geschichten ja oft eher so märchenhaft und nicht so besonders action- und blutig, actionreich und blutig sind, ja. Ah, das war vielleicht einfach eine falsche Erwartungshaltung wieder, ne? Was ich aber auch cool fand, war das Böse hier in diesem Buch. Das hatte ich jetzt so in dieser Form noch nirgendwo gelesen. Und es war mal was anderes. Auch wie die Figuren hier in dem Buch mit dem Bösen umgegangen sind. Und auch jedes Böse hat ja so seine Achillesferse. Und ich sag mal, die des Bösen hier ist sehr... Da hätte ich so nicht mit gerechnet. Also es war überraschend schon irgendwie, aber es hat mich einfach nicht so richtig packen können. Ich glaube, wenn man gerne so richtig schön erwachsene Fantasy-Literatur liest, dann kann man hier wirklich seinen Spaß mit haben. Wenn man es gar nicht so blutig braucht und nicht so aufregend und diesen, ich glaube vor allem, wenn man diesen Erzählstil feiert. Also ich konnte damit nicht richtig was anfangen. Ich glaube, damit ist alles gefallen bei mir. So, das war, ich konnte mit diesem märchenhaft anmutenden Erzählstil nichts anfangen und dann war ich irgendwie von Anfang an raus. War voll schade. Ich glaube, da werde ich den zweiten Band nicht mehr lesen, obwohl am Ende Entwicklungen stattgefunden haben, die ich dann erst richtig interessant fand. Also zum Ende hin dachte ich so, wow, okay, cool, was ist denn jetzt mit dem und dem passiert? So, das fand ich schon cool. Ha, aber ich glaube, ich würde mir keinen Gefallen tun, da noch weiterzumachen. Ich glaube aber tatsächlich, dass mir das Ganze als Film oder Serie richtig gut gefallen würde. Es ist total absurd. Ich glaube wirklich, es lag irgendwie am Aufbau des Buches, dass mich das halt nicht so catchen konnte. Die Story an sich fand ich nicht schlecht. Es ist ganz absurd. Die Umsetzung fand ich nicht so gut, aber den Inhalt, den eigentlichen Inhalt des Buchs war in Ordnung. So ist es manchmal.
Dann habe ich gelesen Fly and Forget von Nina Tramontani. Ja, ich habe es mal wieder mit deutschem New Adult probiert und diesmal muss ich wirklich sagen, ich wurde richtig positiv überrascht. Denn das Buch hat mir tatsächlich richtig Spaß gemacht. Es geht hier um Liv. Und Liv trennt sich zu Beginn des Buches von ihrem Freund. Und ja, jetzt steht sie ohne Wohnung da und kommt durch Zufall an eine WG. Dort leben zwei Mädels und auch ein Kerl. Allerdings kennt sie diesen Kerl schon, das ist nämlich Noah. Und der war früher mal ihr bester Freund, aber die haben jetzt seit 3 Jahren oder so nicht mehr miteinander geredet. Und Liv weiß eigentlich nicht so genau, warum nicht. Und sie merkt auch, dass Noah sich sehr verändert hat. Er war früher so ein richtig lieber Kerl und jetzt ist er einfach nur noch ein Aufreißer, ein Macho und ja, der benutzt die Frauen. Da kommt es Liv dann gerade recht, dass sie von ihrer College-Zeitung den Auftrag kriegt, einen Artikel zu verfassen, nämlich wie bekehrt man einen Fuckboy? Und dafür ist Noah natürlich der perfekte Proband, sag ich mal so, ja? Ja, das Buch war wirklich erfrischend. Es war eine tolle Story. Ich habe gedacht, es würde so in die humorvolle Richtung gehen. Dem war jetzt eher nicht so. Es hatte schon eine tiefe Hintergrundgeschichte und es war schon sehr dramatisch. Aber trotzdem, ich mochte Liv. Die war nicht so super naiv, sondern die war reflektiert. Die war ja an manchen Stellen schon sehr weinerlich, aber das war er auch. Ich fand den Beginn, wie Liv in diese WG kommt, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Das hätte man auch ein bisschen weniger augenrollig machen können. So, das war halt sehr wieder so ein Zufall. So, ah, was für Zufall. Ja. Aber die WG dann an sich fand ich sehr cool. Die spielt auch eine große Rolle. Man kriegt viel von den Mädels dort mit, nicht nur von Noah. Aber ich habe ja in so, gerade bei deutschen Autoren, oft das Problem, dass die diese Freundinnen oder Freunde, also in einem Bekanntenkreis, so krass in den Vordergrund stellen. Das war hier überhaupt nicht so. Es wurde ein bisschen angeteasert, was im nächsten Band passieren soll und wer da die Hauptrolle spielt. Das hat mir richtig gut gefallen. Und ich mochte die ganze Dynamik in dem Buch irgendwie sehr gerne. Also ich mochte auch Noah, der ja am Anfang wirklich dieser super krasse Bad Boy ist und so ein richtiger Mistkerl. Aber so mag ich meine Bad Boys halt, ne? Also ich mag die gerne. Er ist halt so ein, ja, ein Mistkerl. Er interessiert sich nicht für die Gefühle der Frauen, mit denen er schläft. Und es hat aber natürlich alles seinen Grund, warum er so ist. Und das kristallisiert sich dann halt auch nach und nach raus. Ich fand die Geschichte zwischen Liv und Noah schön. Es ist nicht so super schnell, es ist nicht so super langsam. Es entwickelt sich einfach schön. Ohne dass man irgendwie so das Gefühl hat, dass da übelste Längen sind oder so. Man hat so richtig gemerkt, die Autorin hat sich vorher Gedanken gemacht, was sie schreiben will. Und natürlich gibt es da noch eine Vergangenheit, eine düstere, die Noah hat und was auch der Grund ist, warum Liv und er sich halt 3 Jahre nicht gesehen haben. Ich muss allerdings sagen, das fand ich ein bisschen überdramatisch. Also, wir haben hier eine Szene, da reagiert Noah so übertrieben. Das war auch generell ein Problem, was ich mit dem Buch hatte. Die Figuren haben manchmal zu übertrieben reagiert. Die waren manchmal so schwermütig und so geschockt durch Sachen, wo jeder andere dann halt mal kurz gesagt hat, so, und dann wäre es halt weitergegangen, ne? Aber war hier manchmal ein bisschen viel Drama, sage ich mal so. Also die haben so, nicht, dass das Drama generell zu viel war, sondern die haben in gewissen Momenten so überdramatisch lange in einer Situation verharrt, so. War ein bisschen, naja, aber das war okay. Es war, an manchen Stellen gab es dann, also manche Szenen waren ein bisschen zäh, aber das war wirklich, also das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Ich hätte mir an manchen Stellen ein bisschen mehr Emotionen zwischen den Protagonisten gewünscht. Ich konnte das nicht so. Dieses Prickeln zwischen den beiden konnte ich nicht so ganz greifen. Was ich auch nicht greifen konnte, war, die waren ja Freunde vorher. Und man kriegt auch aus der Vergangenheit immer mal wieder Szenen. Diese Freundschaft kam bei mir überhaupt nicht an. Das war eigentlich immer eher so, dass die schon verknallt ineinander waren. Das ist ja oft bei diesen Büchern so. Wenn so aus Freunden
Liebe wird, so ist es meistens so, dass man eigentlich nicht versteht, warum, wo wollt ihr denn bitte Freunde gewesen sein? Sondern ihr wart einfach immer nur verknallt ineinander. Das haben wir hier auch so ein bisschen. Aber insgesamt fand ich, es war eine schöne New Adult-Geschichte, schön dramatisch, sexy, romantisch, war alles drin, was ich wollte. Es hat den roten Faden, mehr will ich ja gar nicht. Also es war in Ordnung und ich bin total gespannt auf den zweiten Band. Ich glaube, der wird mir nämlich noch mehr gefallen, denn dort geht es um Mathilda. Und Mathilda ist die Mitbewohnerin von Liv. Und ich glaube, die mochte ich in diesem Buch schon richtig gern und ich glaube, die wird richtig das nächste Buch rocken. Die hat nämlich so einen richtig coolen Charakter und da freue ich mich schon sehr drauf. Also hier würde ich auf jeden Fall gerne weiterlesen. Dann habe ich gelesen Leuchtturmträume von Tanja Jans. Und wer mein Currently Reading gesehen hat, das ist übrigens auch ein Rezensionsexemplar, wer mein Currently Reading gesehen hat, der wird gemerkt haben, dass ich da am Anfang, als ich so in der Mitte war, noch etwas unschlüssig war, wie ich das so finden soll. Ich kann jetzt sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Es geht hier um Anneke und sie ist Hoteltesterin. Und ihre Firma schickt sie nach St. Peter-Ording, wo sie die romantischsten Orte an der Küste ausfindig machen soll, damit die Firma da so eine Romantik, also ein Reiseveranstalter, so eine Romantiklinie rausbringen kann. Ja, da trifft sich ja ganz gut, dass der Typ, der das Hotel leitet, dass das Annikes Ex-Freund ist, Reik. Und die beiden haben sich Jahre nicht mit, hatten Jahre jetzt nichts mehr miteinander zu tun und treffen dort aufeinander und Reik macht sehr schnell deutlich, du, ich hab dich nicht vergessen. Ich würde gern nochmal mit dir. So. Und ja, also ich muss sagen, Tanja Jans hat ja so einen Erzählstil. Wenn sie dir die Orte beschreibt, die sie da an der Nordsee besucht, dann hast du das Gefühl als Leser, sie war da und du warst auch da. Also, das ist so toll. Also, deswegen, diese Bücher von ihr sind wie so ein Kurzurlaub. Also, man ist dann zwischen den Seiten und macht dann immer einen Nordseeurlaub, ne? Also, das fand ich wirklich richtig schön. Ich mochte auch Anneke als Protagonistin gerne. Die war sehr tough. Die ließ sich nichts sagen. Die war nicht naiv oder so, sondern die war eine Frau der Tat und da gab es dann so eine Szene, da fand ich sie fast schon ein bisschen übergriffig. Das hat mir fast das Buch versaut. Ich glaube, da war ich in meinem Currently Reading zur Monatsmitte dann auch, dass da war die, also die hat sich in einer Situation so übergriffig verhalten, sie meinte es gut, aber ich habe mir gedacht, so, boah, Mädel, misch dich doch nicht in das Leben der anderen Leute ein, ne? Denn sie lernt dort in St. Peter-Ording auch andere Leute kennen und ja, da hängt sie sich so in deren Leben ein bisschen rein, würde ich mal sagen. Und sie erlebt dort, also sie tingelt da nicht nur von einem Ort zum anderen, sondern sie lernt da wirklich Leute kennen, sie erlebt was und wir erleben halt diese Dinge mit ihr. Wir gehen Bernstein sammeln, wir fahren zu Leuchttürmen, wir machen ein Sommerfest auf dem Campingplatz mit und so. Und es ist so schön. Es ist so heimelig, so ein Wohlfühlbuch. Etwas im Kontrast dazu hat mich irritiert, mit was für einem dunklen Thema das Buch im Prolog anfängt. Denn wir haben hier, ich sag mal so, es geht im Prolog um das Thema Flüchtlinge, offenes Meer. Und so, und das war, hat so einen Schatten auf das Buch gelegt, der auch nie ganz verschwinden wollte. Das hat so ein bisschen diese Wohlfühlatmosphäre immer getrübt. Diese Beziehung zwischen Anneke und Reik fand ich süß. Es war halt sehr erwachsen. Ich fand allerdings, also ganz ehrlich, wenn ich nach 3 Jahren oder was weiß ich, wie die sich, 2 oder 3 Jahre haben die sich nicht gesehen, wenn ich da auf meinen Ex-Freund treffen würde, man würde doch unweigerlich innerhalb kürzester Zeit über die Vergangenheit reden. Allerdings ist die Vergangenheit hier das, was Anneke und Reik auseinandergebracht hat. Und die sprechen das viel zu spät an. Diese ganze Vergangenheit zwischen denen wird viel zu spät aufgearbeitet. Und das habe ich denen irgendwie nicht abgenommen. Also ich habe mir das nicht vorstellen können, dass man sich sieht
Und dass man dann so Smalltalk macht, was man jetzt macht, aber nie auf die Vergangenheit zu sprechen kommt. Also das war. Nee, das glaube ich nicht. Also. Naja. Aber das war jetzt wirklich auch nur, das war so das Einzige, was ich nicht mochte an dem Buch, dass die wirklich erst so spät ihre Vergangenheit besprochen haben. Insgesamt hat es mir wirklich gut gefallen. Gerade rückblickend, ich habe das Buch zugemacht und dachte, doch, es hätte doch noch ein bisschen weitergehen können. Ich würde jetzt gerne noch weiter ein bisschen am Strand sein. So, und man erfährt, ich fand das so schön, sie erlebt halt auch wirklich Dinge da an der Nordsee, ne? So Wattwandern und so, das ist schön gemacht. Es ist einfach, wie sie das erzählt, die Tanja Jans, das ist einfach toll. Ich mag das. Ich werde auf jeden Fall wieder ein Buch von ihr lesen. Ich habe schon ein bisschen was von ihr gelesen und ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie. Das ist wie Strandurlaub. Ich bin voll fasziniert. Ja, habe ich bisher so auch noch bei keiner anderen Autorin erlebt, dass ich mich wirklich so eingesogen gefühlt habe dann an den Ort des Geschehens. Und dann habe ich zu guter Letzt noch gelesen The Brooklyn Years, was von uns bleibt von Sarina Bone. Ich wollte eigentlich den vierten Band der True North-Reihe lesen, aber der hat mich hier so angelacht. Das ist der Auftakt der Brooklyn Years-Reihe und ich habe gedacht, ich habe so Bock auf Eishockeyspieler, ich will das jetzt lesen. Und dann habe ich es einfach in meinem Monto-Read ausgetauscht und habe lieber das gelesen. Ja, manchmal ist es so. Ich war am Anfang wirklich irritiert. Also, es ist das erste Mal, dass ich ein Buch von Sarina Bowen gelesen habe. Und es ist in der dritten Person geschrieben. Also, ich habe die ganze Ivy Years-Reihe gelesen. Dann habe ich die ersten drei Teile der True North-Reihe gelesen. Und die waren alle aus der Ich-Perspektive. Und das hat mich super krass irritiert, dass hier in der dritten Person erzählt wurde. Dadurch, ich habe erst gedacht, das hat doch nicht Sarina Bowen geschrieben. Das war echt komisch. Ich bin super schwer in das Buch dann reingekommen. Letzten Endes hat sich das aber gegeben. Es geht hier, also vielleicht sollte ich auch erstmal erzählen, worum es geht. Es geht um Leo Trevi, der gerade seinen Vertrag bei den Brooklyn Bruisers unterschrieben hat. Das ist ein Eishockey-Team, ein erste Liga-Eishockey-Team. Und dort trifft er auf seine Ex-Freundin Georgia. Die ist nämlich die Pressesprecherin der Brooklyn Bruisers. Und ja, die beiden, die waren in der Schule, also in der Highschool waren die beiden schon zusammen und haben sich dann getrennt. Und Leo ist nach wie vor hin und weg von Georgia. Aber ja, man spürt so die Funken zwischen den beiden, aber sie macht sich etwas rar. Dazu kommt dann auch noch, dass der Coach des Eishockey-Teams Leo eigentlich überhaupt nicht in seiner Mannschaft haben will. Denn der ist Georgias Vater. Ja, was da wohl passiert ist, dass er ihn nicht mag und wie das alles mit Georgia läuft, ja, das erfährt man dann hier in dem Buch. Also wie gesagt, der Schreibstil hat mich echt irritiert. Das hat mich fertig gemacht am Anfang. Ich bin echt nicht gut reingekommen. Aber als ich dann mal drinne war, hat es mir echt gut gefallen, weil ich bin richtig durch die Seiten geflogen. Ich mochte Leo. Der war ein super Charakter. Der passte richtig gut zu Georgia. Man hat sofort gespürt, wie es zwischen denen prickelt. Also das war richtig toll gemacht. Das war, ja, es war einfach so ein, man wusste, die beiden, ja, da läuft noch was. Und ich mochte aber auch die Nebenfiguren gerne. Ich mochte die Jungs vom Eishockey-Team. Ich mochte sogar den Coach. Ich mochte Georgias Mitbewohnerin Becca, die auch für das Eishockey-Team arbeitet. Das war so ein süßer kleiner Kosmos, in den man da reingeworfen wurde. Und ich mochte das echt gerne. Man lernt halt diese Brooklyn Bruisers kennen. Und ich weiß jetzt schon, ich mag die einfach sehr gerne. Und die Geschichte an sich war nicht so tiefgründig, wie man es von Sarina Bowen gewöhnt ist. Es gibt hier ein schweres Trauma, das Georgia erlebt hat und wegen dem sie sich auch von Leo getrennt hat vor einigen Jahren. Das konnte sie damals nicht so richtig verarbeiten. Und man erfährt halt, was in der Vergangenheit passiert ist, aber man erfährt es nicht detailliert. Man erfährt nicht. Also es wird zu wenig aus. Also dieses Trauma wird nur so am Rand erwähnt und man wartet die ganze Zeit darauf, dass man halt noch ein bisschen mehr Info kriegt, dass man mehr erfährt, wie es damals war, wie es für Leo war, wie es für Georgia war, was alles passiert ist. Das hat Sarina Bowen einfach weggelassen.
Und ich glaube, das liegt daran, ich habe so das Gefühl gehabt beim Lesen, sie möchte mit dieser Reihe vielleicht eine etwas ältere Zielgruppe ansprechen. Dass das eher so in die Richtung Frauenroman geht und nicht in diese typische New Adult-Richtung. Es war, ja, war wirklich mehr, ich glaube, so eine ältere Zielgruppe. Also nicht die ganz jungen und dann, dass es eher so locker leicht rüberkommen sollte. Aber sie konnte halt ihre tiefen Themen, die sie gerne behandelt, nicht ganz abschütteln irgendwie. So kam mir das beim Lesen vor. Ich finde, es hätte mehr Potenzial gehabt. Es war, ich muss es so sagen, das schlechteste Buch, was ich jemals von Serena Bone gelesen habe. Aber auch das schlechteste Buch von Serena Bone ist halt besser als manch anderer Liebesroman. Das muss man einfach so sagen. Mich hat die dritte Person dann auch irgendwann nicht mehr gestört. Ich hätte mir halt, wie gesagt, mehr gewünscht, von der Vergangenheit zu erfahren. Aber Leo und Georgia als Pärchen und wie sie sich annähern, das fand ich gut. Das war schön gemacht und war toll und man hat, ja, sexy Time gehabt und alles. Es war ein schönes Buch und ich will auf jeden Fall weiterlesen. Also ich habe die nächsten beiden Bände schon da und das wird nicht lange dauern, bis ich hier weiterlese, hoffe ich. Hoffe ich. Da sind ja auch schon weitere zwei oder drei Bände angekündigt. Also es ist wieder so eine Reihe, da wird man noch eine Weile was von haben. Ja, das waren sie. Das waren die Bücher, die ich im April gelesen habe. Es war halt ein solider Lesemonat. Eigentlich bin ich zufrieden. Es gab ja schon viel katastrophalere Monate, wo wirklich viele schlechte Flops dabei waren. Aber letzten Endes wurde ich doch recht gut unterhalten bei den meisten Büchern. Schreibt mir auf jeden Fall, was ihr so gelesen habt. Und dann habe ich heute auch gar nicht mehr zu erzählen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!